Das Bermuda-Dreieck ist wohl eines der größten Mysterien der Welt und wird begleitet von vielen Verschwörungstheorien. Bereits Kolumbus berichtete beim Überqueren des Teufelsdreiecks von einem Kompass, der verrückt spielte. Der Begriff Bermuda-Dreieck geht auf den amerikanischen Autor Vincent Gades zurück, der 1964 den Artikel The Deadly Bermuda Triangle im Magazin Argosy veröffentlichte und über 20 Fälle von verschwundenen Flugzeugen und Schiffen berichtete. Seitdem gilt das Bermuda-Dreieck als Mythos. Heute 10 unglaubliche Fakten über das Bermuda-Dreieck, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Nummer 10. Es ist riesig. Das Bermuda-Dreieck oder auch Teufelsdreieck genannt, liegt im westlichen Atlantik, nördlich der Karibik und begrenzt im Norden die Bermuda-Inseln, im Westen Miami in Florida und die im Süden auf der Insel Puerto Rico liegende Stadt San Juan. Das Ausbreitungsgebiet entspricht somit etwa einer Fläche von 310.000 Quadratkilometern. Somit ist das Bermuda-Dreieck größer als die gesamte Landmasse von Indien, was das 7. Land der Welt ist. Nummer 9. Magnetische Anomalien. Innerhalb des Bermuda-Dreiecks ist die magnetische Anomalie wohl eines der interessantesten Mysterien. Hierbei soll der Kompass vollkommen versagen oder aber die Nadeln des Kompasses drehen sich, sodass eine genaue Positionsbestimmung unmöglich ist. Zwar konnte trotz einer über 20 Jahre langen Untersuchung der US Navy dieses Mysterium nicht geklärt werden, aber man fand heraus, dass das Bermuda-Dreieck eines von zwei Punkten auf der Erde ist, wo die korrekte Nordrichtung durch einen magnetischen Kompass angezeigt wird. Nummer 8. Die Grenzen sind nicht perfekt definiert. Die Begrenzungspunkte des Bermuda-Dreiecks sind lediglich imaginär und so hat dieses keine wirklichen Grenzen. Zwar gibt es die drei generellen Punkte des Dreiecks, aber historisch behaupteten Menschen, dass der Effekt des legendären Bermuda-Dreiecks bis in den mittleren Atlantischen Ozean heranreicht. Einige glauben, dass die Grenzen dieses Dreieckes von dem Magnetfeld der Erde abhängen oder aber paranormal sind. Wissenschaftler hingegen sind sich sicher, dass die verschobenen Grenzen auf fehlerhafte Berechnungen und Beobachtungen zurückgehen. Nummer 7. Unglaubliche Strömungen. Das Bermuda-Dreieck ist eine der wärmsten klimatischen aktivsten Regionen der Erde. Die bekannteste Strömung innerhalb dieser Region ist der Golfstrom. Dieser ist ein reißender Unterwasserfluss und hat in einigen Regionen eine Geschwindigkeit von mehr als 5 Knoten, was einer Geschwindigkeit von mehr als 9,26 km pro Stunde entspricht. Der eigentliche Golfstrom hat seinen Ursprung im Florida-Strom und im Antillenstrom, die sich nördlich der Bahamas vereinen und setzt sich durch die karibische Strömung fort, der Hauptwasserlieferant für den Golfstrom ist. Die karibische Strömung fließt durch die Meerenge zwischen Kuba und Yucatan in den Golf von Mexiko, wo nochmals riesige Mengen Wasser hinzukommen. Südlich der Grand Banks bei Neufundland trifft der warme Golfstrom auf den kalten Labrador-Strom, der von Norden herkommt. Dieser Strom ist auch dafür verantwortlich, dass der Golfstrom dann in nordöstliche Richtung, also über den Atlantik, in Richtung Westeuropa abgedrängt wird. Da die Strömung in dem Bermuda-Dreieck so gewaltig ist, wird sie für das Verschwinden von Schiffswracks und anderen verlorenen Dingen verantwortlich gemacht. Nummer 6. Korallenriffe. Die Korallenriffe Bermudas sind die nördlichsten des Atlantiks. Ihre Existenz verdanken sie dem Golfstrom, der warmes Wasser aus der Karibik transportiert. Die Larven der wenigen Korallen- und Fischarten haben eine fast dreiwöchige Reise hinter sich und entstammen von den etwa 1700 Kilometer entfernten Riffen bei den Bahamas. Nummer 5. Tief, tiefer, am tiefsten. Eines der bekanntesten Mysterien des Bermuda-Dreiecks ist, dass eine Vielzahl von Schiffen und Flugzeugen einfach verschwunden sind. Das liegt nicht zuletzt daran, dass in dieser Region Meerestiefen von bis zu 5,79 Kilometer vorkommen. In der Nähe des Begrenzungspunktes Puerto Rico soll die Tiefe sogar mehr als 8,2 Kilometer betragen. Zum Vergleich wurde die Titanic in einer Meerestiefe von etwa 3 Kilometern gefunden und es hat mehr als 60 Jahre intensiver Suche gedauert, diese ausfindig zu machen. Nummer 4. Methangas. Geowissenschaftler haben im Gebiet des Bermuda-Dreiecks riesige Methanvorkommen entdeckt, die auch für das Verschwinden von Schiffen verantwortlich sein könnten. Beim Aufstieg des gasförmigen Methans bilden sich eine Vielzahl kleiner Blasen, die jedoch eine gewaltige Größe haben und mit einer riesigen Explosion verglichen werden können.
Da die Dichte des Gas-Wasser-Gemisches bei diesem Vorgang geringer ist als die des Wassers, könnte hierdurch auch ein Schiff sinken, da der Auftrieb dieses stark vermindert wird. Gerät das Schiff mit Deck unter Wasser, dringt Wasser ein und das Schiff sinkt. Beim Aufstieg der Gasblasen entstehen darüber hinaus durch Reibung elektrische Ladungen, die durch Aufwärtsbewegungen einen elektrischen Strom und somit ein Magnetfeld erzeugen. Dieses könnte auch eine mögliche Ursache sein, warum technische Geräte auf Schiffen versagen. Nummer 3. Atlantis. Viele Menschen glauben, dass sich das verlorene Atlantis im Bermuda-Dreieck befindet. Atlantis ist wie vielen bekannt ein mystisches Inselreich, das erstmalig von Platon erwähnt und beschrieben wurde. Laut Platon wird der Untergang Atlantis auf die Bestrafung der Götter zurückgeführt. Die Bewohner der Insel waren eine mächtige Seemacht und hatten Großteile Europas und Afrikas unterworfen. Als man sich jedoch gegen Athen behaupten wollte, wurden die Atlantiden klargeschlagen und dem Untergang geweiht. Eines der bekanntesten Theorien, dass Atlantis tatsächlich existiert hat und sich annähernd im Bermuda-Dreieck befindet, geht auf den Geistheiler Edgar Cayce zurück, der zu Lebzeiten während seiner Trance-Sitzungen Visionen von Menschen aus Atlantis gehabt hat. Nach seiner Auffassung beschrieb er Atlantis als einen großen Kontinent, der fortschrittlich war und vor 10 Millionen Jahren besiedelt wurde. Nach der Zerstörung 10.500 vor Christus sollen die Flüchtlinge Yucatans die nordamerikanische Ostküste, Liberia und Ägypten besiedelt haben. Nummer 2. Weißes Wasser. Im Gebiet der Bahama-Bänke des Bermuda-Dreieckes wurde häufig weißes Wasser gesehen. Bei der Analyse von Proben wurden chemische Eigenschaften festgestellt, die darauf hindeuten, dass aus Spalten am Meeresboden diese Stoffe austreten und nach oben steigen. Auch fanden sie hohe Anteile an Schwefel und Spuren von Strontium und Lithium, die für die Färbung verantwortlich sein könnten. Wissenschaftlich ist dieses Phänomen allerdings noch nicht geklärt. Und die Nummer 1. Nichts. Vielleicht sind die unglaublichen und mystischen Theorien über das Bermuda-Dreieck aber auch nicht mehr als nur nichts. Statistisch ist in der Seefahrt das Bermuda-Dreieck nicht gefährlicher als alle anderen Seewege. Nach Aussage der US Navy und des Küstenschutzes soll die Kombination aus Natur und menschlichen Fehlern für das Sinken von Schiffen und Abstürzen von Flugzeugen verantwortlich sein. Danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns bald wieder.